Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Minecraft Skyblock. Meine Maus ist ein bisschen am Arsch. Wir wollten losgehen und ein bisschen Dreck sammeln, ne? Genau. Genau das wollten wir tun. Ich nehme mal einen Stack Steine mit. Vorsichtshalber, man weiß ja nie. Kohle nehmen wir auch ein bisschen mit. Zäune und so kann ich zurückpacken. Das brauchen wir eh nicht mehr. Zack, und ja, das nehme ich mal mit. Vielleicht noch ein bisschen mehr Holz. Ein bisschen mehr Holz. Die ganzen Dschungelbäume sind gewachsen. Okay, cool. Und hiervon wächst nichts. Mann. Wachsen die vielleicht nur, wenn es Winter ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das sind ja Tannen, deswegen. Nehmen wir mal davon ein bisschen Holz mit. Kann ja nicht schaden. Mach ich das nochmal zu Sticks. So. Gut, und ich wollte noch eine Dia-Spitzhacke machen, ne? Oh, hier breitet sich das aber auch schon ganz gut aus, ne? Das breitet sich echt gut aus. Nicht Spitzhacke, Dia-Schaufel machen. Für die einen oder anderen ist das vielleicht Verschwendung. Aber egal. Egal. Ich meine, ne? Wir haben die paar Dias. Ist okay. Gut, dann würde ich sagen, was wollte ich machen? Ich wollte Dreck sammeln, Sand holen. Und vielleicht ein Villager-Dorf finden, genau. Okay. Das muss hier unbedingt so hin. Sieht das kacke aus. Und ja. Wundert euch nicht, ich bin, als ich, Dias gefarmt habe. Hi. Ich sneak mal an dir vorbei und schubst dich mal runter, genau. Als ich hier jetzt gefahren bin, bin ich irgendwo hingeflogen. Und dann habe ich mich später halt mit dem Spawn-Command wieder zurückgespawnt. Also wundert euch nicht, dass da gleich alles noch normal aussieht. Abgesehen davon, dass Flo halt das alles abgeholzt hat. Was es da zu abholzen gab. Ich weiß gar nicht, wie viele da abgeholzt hat. Alter Vater ist hier. Ah, ich sehe es. Von weitem. Da hinten. Könnt ihr es erkennen? Da hinten. Und da sind ein paar Pigmen. Okay. Wir müssen auch noch Gold eigentlich von den Pigmans holen. Ja, weil die ja... Okay. Oh Gott, hey, Piggy, what's up? Wir müssen Gold noch von denen holen. Weil? Warum weil? Weil das auch noch eine Challenge ist, genau. So, jetzt habe ich's. Sand haben wir hier direkt nach den Lex. Was ist das denn für ein Stein? Andesit, okay. Davon nehmen wir jetzt nichts mit. Ich will halt hier nur den Dreck ein bisschen haben. Wow, Flussblätter, die spawnen immer noch. Dadurch, dass wir hier halt nicht wirklich waren, nicht in der Umgebung waren. Wo ist denn Zombie? Wir farmen nicht viel Sand, wir farmen jetzt... Nein, wir brauchen halt noch ein bisschen Sand, um ein paar Gläser zu machen, ne? Und, ja. Deswegen. Also, so zwei Stacks Sand will ich doch schon gern haben. Einfach nur als Notreserve, auch weil ja Endermänner ständig unsere verdammten Kakteen da klauen und uns den Sand da auch klauen, deswegen. Und, ja. Was ist da denn? Das ist wie so ein... Oh. Wie ist das ein Eingang? Also hier nicht. Okay, warte mal. Ich will hier mal kurz runter. Das ist Sand, okay. Ja, Sand, geh weg. Sand, geh weg. Mann, das ist... Warum ist das denn Sand? Kann der Sand nicht mal... Jetzt will ich dich gerade eigentlich... Ich will auch eigentlich gar nicht auf eine Höhlenerkundung oder so gehen. Nein, ich will hier eigentlich nicht rein.
Ich hätte nur irgendwie gehofft, dass hier so ein Spawner ist oder so, vielleicht. Möglicherweise. Wäre ziemlich geil gewesen. Mann, ich. Danke. So, dann fahren wir weiter ein bisschen Sand. Warum habe ich hier denn zwischendurch ein paar Frame-Einbrüche? Das ist echt nicht cool. Was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Ja, die Endermänner klauen ja immer unser Sand. Als Vorrat will ich da halt ein bisschen was haben. Den Sandstein kann ich wegschmeißen, sorry, den will ich eigentlich gar nicht dabei haben. Ich habe ihn wieder aufgehoben, oder? Habe ich ihn wieder aufgehoben? Ja, jetzt habe ich ihn wieder aufgehoben. So, einen Sand will ich noch. Haben wir zwei Stacks Sand, okay. Was wollte ich noch holen? Ich wollte ein Villager-Dorf suchen und ich wollte ein bisschen Dreck holen, ne? Genau. Gut, dann würde ich sagen, rennen wir mal in die Richtung. Vielleicht finden wir da ja so ein bisschen Villager. Nein, aber Kürbisse. Und Lags. Was ist das da hinten denn? Ich habe halt seit Ewigkeiten kein normales Minecraft mehr gespielt. Ich weiß halt nicht, was hier alles in der Oberwelt so alles passiert ist. Was hier so neu ist. Ich wollte hier nicht reinfallen. Ja. Und die ganzen Frame-Einbrüche geben mir halt ein bisschen auf die Nerven, ne? So ein bisschen. Okay, ich sehe hier hinten zumindest kein Villager-Dorf. Hinten ist Lava. Okay. Ich will halt auch nicht zu weit entfernt von unserem Portal sein. Das müssen wir auch noch irgendwie einmal einbauen oder so. Was ist das denn? Und Scheiße, was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sieht so ein bisschen, ich weiß nicht, aus. Ich bin gerade überlegen, ob wir anstatt zu laufen, ein bisschen fliegen. Halt nah über dem Boden, also nicht weit so, sondern einfach nur, damit wir noch ein bisschen schneller unterwegs sind. Dass wir hier so ein bisschen lang fliegen. Wie gesagt, über dem Boden, damit es halt nicht so mega gecheatet rüberkommt, aber damit es halt ein bisschen schneller funktioniert. Ich will halt auch nicht so lange in dieser Welt sein. Weil ich halt, Kühe, cool. Ja, ich will eigentlich. Ich hoffe, es gibt schon Villager-Dörfer hier. Ich will eigentlich ganz schnell wieder hier raus. Aus der Welt. Weil die Welt. Eigentlich dürfen wir hier ja nicht rein in die Welt. Weil es ist ja Skyblock. Und somit machen wir uns das halt ein bisschen einfacher eigentlich. Aber wiederum auch nicht, da es ja halt die Möglichkeit gibt. Und wieder hier hinzubauen und zwar mit nicht mal so zeitintensiven Mitteln. Das heißt, die Welt ist ja nah an uns dran. Und irgendwo muss hier doch jetzt ein Villager drauf sein. Ich weiß auch definitiv nicht mehr, wo wir gleich lang rennen müssen. Lang fliegen müssen, was auch immer. Ich will ein Villager-Dorf. Ich ignoriere alles. Ich ignoriere alles. Ich will nur ein Villager-Dorf. Ich ignoriere hier Pyramiden oder was wir hier noch finden könnten. Und ja, alles andere ignoriere ich auch. Schweine ignoriere ich. Auch wenn es schön wäre, diese Schweine zu töten, damit wir Essen haben. Villager-Dorf gefunden. Nice. Die ganze Zeit gelaufen, Leute. Wir sind die ganze Zeit gelaufen. Ich weiß gar nicht, was ihr habt, hä? Und ich hoffe, das sind jetzt auch Karotten. Bitte lasst da Karotten sein. Das hier sieht aus wie Weizen, ne? Scheiße. Das ist Weizen. Okay, hier sind Kartoffeln, oder? Scheiße, ist noch nicht fertig. Doch. Wir haben Kartoffeln, okay. Da hinten sind Karotten. Ich habe Karotten. Okay. Das heißt, wir werden das jetzt so machen. Ich werde das einmal aufmachen. Und das jetzt alles mitnehmen. Wir werden jetzt die Villager einfach mal überfallen. Und denen all ihre Nahrung klauen. So. Schön. Zack, 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 zack. Die brauchen das eh nicht mehr. Wir kommen ja auch nicht mehr zurück oder so. So, dann snacken wir uns das hier alles noch. Und dann
werde ich das mit dem Spawn-Command machen, dass wir wieder nach Hause kommen. Ich hoffe, das buggt nicht. Das wäre nämlich nicht so cool. Auf jeden Fall haben wir jetzt Karotten und Kartoffeln. Das heißt, wir haben noch mal ein bisschen mehr zu essen. Und eigentlich hätten Flo und ich noch ein paar Challenges hinzufügen können irgendwie zu der ganzen, zu der Textdatei. Ihr habt die Challenges ja auch unten in der Beschreibung. Meine Nase juckt. Ja, so. Houdini! Houdini! Ich glaube, das sind sogar noch meine Sounds, die die machen. Oder? Nee. Oder? Eigentlich hatte ich mal meine eigenen Sounds reingemacht. Für die Villager und für manche anderen Sachen. Fürs Runterfallen, glaube ich, fürs Essen. Ja, das ist mein Sound. Ja, ich erkenne meinen Rübsen. Nice. Zack, alles auswildern hier. Dann gehen wir gleich nochmal kurz in die Häuser rein. Denn dort könnte ja auch nochmal ein bisschen was auf uns lauern. Alter, das sind aber viele Häuser hier, ne? Bei diesen kleinen Mini-Häusern ist, glaube ich, nichts drin. Da dürfte... Nee, nichts Spannendes drin sein, genau. Hier ist eine Kiste drin, nein? Nicht? Okay. Hi, willst du handeln? Kohle für Smaragde. 5 Smaragde für eine Eisenschaufel. Großes Schweinefleisch. Okay. Cool. Wie will Dana bitte in sein Haus kommen? Macht er einen Jump-Run so, ne? Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Kurze Unterbrechung, mal wieder. Obsidian, cool. Brauchen wir nicht auch 3 Obsidian, um einen Erzauberungstisch zu machen? Entzauberungstisch? Verzauberungstisch, meine ich. Ich glaube schon, oder? Man braucht 3, oder nicht? Das heißt, eigentlich könnten wir uns einen Verzauberungstisch machen. Ist hier noch was? Nein. Okay, gut. Dann war's das. Nein, ich habe kein... Was? Ich habe Eisenschoren? Wo habe ich Eisenschoren? Genau, ich wollte auch ein bisschen Holz... ein bisschen Dreck farmen, ne? Stimmt. Stimmt. Das machen wir jetzt da hinten nochmal schnell. Jut. Gehen wir da rüber und machen das da. Ja, ist okay jetzt. So, gut. Ja, dann war das erfolgreich. Wir haben recht schnell Villager drauf gefunden. Alles fresh. Wir haben jetzt Kartoffeln. Da müssen wir unser Feld nochmal erweitern. Stimmt. Oh Mann. Oh, nochmal so viel Arbeit. Damn. Aber ist ja wichtig, ne? Und so schlimm ist es jetzt auch nicht, dass wir es erweitern müssen, ey. Ich glaube, da mache ich das einfach nur in die Breite ein bisschen. Halt nur auf der Höhe, wo auch ich Weizen angepflanzt habe. Da mache ich das nämlich so 5 Reihen voll Weizen, 5 Reihen mit Kartoffeln, 5 Reihen mit... Mit Karotten. So, bitte lass den Spawn-Command funktionieren. Nicht, dass ich gleich irgendwo am Arsch bin. Der Bug ist nämlich nicht so schön. Ist mir schon öfter passiert. Leider. Und es war echt nicht cool. So, wir machen jetzt die Eisenschaufel noch kaputt. Würde ich sagen. Ja, genau. Gut, dann haben wir jetzt auch... Ich glaube, wir haben echt genug Dreck, oder? Ja, jetzt haben wir auch definitiv genug Dreck. Ich mache jetzt noch den Stack zu Ende, sodass wir 3 Stacks haben. Und dann, ja. 3 Stacks. Woher kommen die 3? So, Spawn. Scheiße! Oh, okay, gut. Ha. Ich dachte schon. Jetzt, ich dachte, jetzt bin ich am Arsch.
Gut, dann machen wir jetzt erstmal hier zu Ende. Zack, zack. So. Ach ja. Oh, ich hatte gerade echt Angst, dass es wieder nicht funktioniert. Aber naja, gut, hat noch. Oh, mit Home hat's geklappt. Betten sei Dank, ey. Betten sei Dank, ohne Witz. Zack, zack. Nee, da sollte die Erde jetzt eigentlich nicht drauf. Aber gut. So, dann machen wir das auch hier. Warte mal, wie viel müssen wir denn jetzt noch? Das lasse ich mal. Das lasse ich mal aus Stein. Das heißt, hier muss alles aus Dreck gemacht werden. Kann ich auch schon mal anfangen. Bei jedem Dreck platzieren habe ich, glaube ich, gerade so einen kleinen Mini-Frame-Einbruch, ey. Lol. Auch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht jetzt, ob die Stacks reichen würden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht reichen wird. Weil wir jetzt schon ein Stack verbraten haben und wir haben ja noch eine ganz schöne Fläche eigentlich auszufüllen. Scheiß die Wand an. So, dann fangen wir erstmal hier hinten an. Denn hier kommt auch noch Dreck hin. Obwohl da. Weißt du was? Nee. Da komme ich, da hau ich dann noch irgendwann Slabs rauf. So, aber hier kommt hin, hier kommt hin. Hier schon. Zack, 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 zack. Zack, 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 genau. Gut. Die Reihe nehme ich jetzt auch schon mal. So, die hintersten Winkel sind beerdigt. Ja. Sorry, der war schlecht. Ich weiß. Ich weiß. So, wir haben 17 Minuten. Okay. Dann wird das sogar passen, dass ich hier jetzt fertig baue. Und wir dann den Part beenden. Dann würde ich sagen, geht's im nächsten Part auf die Farm zu erweitern. Und danach will ich dann endlich mal echt mein Haus bauen. Es wird nämlich langsam echt mal Zeit, dass wir uns ein Haus bauen. Also ich meine, Flo ist ja schon gut dabei. Aber ja, wir brauchen noch eins. Ich hätte echt mehr Dreck farmen sollen. Scheiß, die Wand. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir so viel Stein verballert haben. Also so viele Stacks. Das ist echt, echt krass. Habe ich echt nicht erwartet. So, wir haben zwei Slabs, das ist perfekt. Zack, zack. Nice. Ich hab das Gefühl, das könnte vielleicht nicht ausreichen hier mit unserem Dreck. Alter, wo ist dieser Enderman? Wenn das überhaupt ein Enderman ist, was ich hier die ganze Zeit höre. Klingt zumindest so. Wahrscheinlich oben bei den Bäumen, oder? Ich glaube oben bei den Bäumen. Nein, da unten. Okay. Jetzt ist er, glaube ich, weg, okay. Ist doch so, dass die vor Pfeilen Angst haben, ne? Und dann sich wegteleportieren oder so. Irgendwie so war das, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Zack, zack, zack. Zack, zack. Ah, da ist er. Wir lassen den mal. Es reicht echt gerade so. Ich glaube, wir müssen nochmal Dreck holen. Für die Farm hier unten halt, ne? Für die Farm hier unten. Wenn ich das hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, das heißt, ich brauche 6 rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 6.
Eigentlich ja sogar 12 mal 6, ne? Das heißt, ich brauche 72 Erde noch. Scheiße. Ja, wir müssen nochmal zurück. Ich muss nochmal Erde holen. Ja, muss ich. Scheiße. Das ist nicht gut. Naja, Leute, dann würde ich sagen, Alter, mir viel. Immer nochmal gleich ein bisschen Brot. Das kann zurück. Karotten, so kann ich auch schon mal reinpacken. Ich will keinen Sandstein. Scheiße. Sandstein. Geh weg. Ich will keine. Ich pack den Sand mal nach hier unten. Ist, glaube ich, besser aufgehoben hier. Dann. Ja, ich will kein Brot aus Brot machen. Brot aus Weizen machen, danke. Zack, das Obsidian kommt noch schnell nach oben. Da würde ich sagen, Leute. Wo ist der Enderman? Da ist er. Geh mir nicht auf den Piss. Mann. Dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen, dieses Video bewerten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein.